Standesgemäß fährt er im Ferrari vor. Die Marke, die ihn erfolgreich machte und die er erfolgreich machte. Willi Weber hat mit Ferrari zig Millionen verdient und er hat keinerlei Scheu, seinen Reichtum auch zu zeigen. Ja, entschuldige, ich habe hart dafür gearbeitet. Warum soll ich das jetzt verheimlichen? Ich habe es ja nicht gestohlen. Mein Lebensmotto oder das, was ich immer gesagt habe, von jung auf Geld macht glücklich, weil es frei macht. Aber der Start war schwierig. Weber, mitten im Krieg geboren, stammt aus ärmlichen Verhältnissen, verließ Frühschule und Elternhaus und startete seine Karriere als Kellner. Das Leben war richtig schwer. Entweder man hatte eine Arbeit, dann hatte man eine Wohnung. Ohne Wohnung keine Arbeit. Und das war gnadenlos. Das war wirklich so. Und auch sozial umzugehen, da war ich zu stolz. Das wollte ich nicht. Er wollte reich werden, erzählt er uns. Und er wurde reich. Der erste Ferrari, verdient als Gebrauchtwagenhändler in Stuttgart die ersten Millionen. Willi Weber investierte auch in Kneipen und Hotels. Manchmal bewegte er sich am Rand der Legalität, manchmal jenseits davon. Wegen Anstiftung zur Untreue wurde er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Weber liebte das Geld, er liebte schnelle Autos. Was lag näher, als selbst Rennfahrer zu werden? Er kaufte sich sogar einen eigenen Rennstall. Trotzdem blieb der sportliche Erfolg bescheiden. Aber dann entdeckte er einen jungen Go-Kart-Fahrer aus Kerpen. Michael Schumacher. Weber erkannte sein Talent sofort. Fasziniert hat mich seine Fahrweise. Man hätte Zieleingangskurven 5-Euro-Stückchen hinlegen, nein, 5-Mark-Stückchen. Und er wäre im Drift mit dem Hinterrad, mit dem rechten Hin, immer drüber gefahren. Eine Fahrzeugbeherrschung, wie ich vorher noch nie gesehen habe. Weber nahm Schumacher unter Vertrag, brachte ihn zu Formel 1. Beim Team Benetton wurde Schumi 2-mal Weltmeister. Bei Ferrari schließlich 5-mal hintereinander. Willi Weber, der knallharte Manager und zähe Verhandler, machte seinen Schützling reich und berühmt. Und kassierte immer mit. 20% aller Einkünfte blieben ihm. Je besser er war, umso mehr konnte ich verlangen. Das war immer dieses Ping-Pong-Spiel, das wir ausgereizt haben. Und es hat ja auch, Gott sei Dank, funktioniert. Eine Beziehung, von der beide profitierten, eine enge Beziehung. Die abrupt endete, als Michael Schumacher 2013 beim Skifahren schwer verunglückte. Weber fuhr nicht sofort nach Grenoble in die Klinik, in der Schumacher um sein Leben kämpfte. Das habe ihm dessen Frau nie verziehen, meint Willi Weber. Seither hat er keinen Zugang mehr zu Schumi. 20 oder 25 Jahre mit so jemand zusammen, das baut eine Beziehung auf. Das ist Wahnsinn. Und dann ist der Mensch plötzlich aus deinem Leben verschwunden. Natürlich hat es mich geschmerzt, monatelang. Ich habe die Schuld bei mir gesucht und habe dann einfach entschlossen, ich mache einen Schlussstrich drunter. Es war wunderschön. Tschüss, Ende. Ich muss damit leben, weil ich habe keine andere Chance. Willi Weber hat sich aus dem Renngeschäft längst zurückgezogen, erzählt er uns. Er ist jetzt 79, hat einen Schlaganfall überstanden, seine Autobiografie geschrieben und verdient mit Immobilien weiterhin einen Haufen Geld. Ich liebe nur.